Ja, Leute, welcome back und willkommen heute zurück zu einem weiteren Spiel, was wir spielen werden, liebe Leute. Yeah, es haben mir ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben, ich soll mal Homeflip spielen und das werden wir jetzt tun. Und wir sind hier auf einem Tisch und wir sind hier dieses Mädel im Badeanzug, warum auch immer. Aber ich glaube, man kann in der Zukunft auch nochmal irgendwelche anderen Skins freischalten. Das ist auf jeden Fall ganz cool, weil ich möchte nicht die ganze Zeit im Badeanzug rumlaufen. Es ist viel zu kalt draußen, Leute, das wisst ihr. Draußen schneit es, draußen regnet es, es ist zu kalt. So, wir starten mal rein, wir gehen hier auf Tab und... Okay, also ich hab's bisher noch gar... LOL? Hä? Hä, wie komisch ist dieses Spiel denn? Headshot? Hä? Okay, man muss ja anscheinend irgendwie so... Wuh, bop. Okay, ich verstehe nicht, warum sie im Badeanzug schlafen geht, aber hat schon wahrscheinlich seinen Sinn. Okay. Oder kann auch sein, dass sie sich bettfertig gemacht hat. Das kann natürlich auch sein. Wupp, 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 wupp. Kann man die Melonen kaputt machen? Boom. Oha, was? Wie geil. Zack. Oh, aua, der tat weh. Oh, oh. Das war, glaube ich, kein Ketchup, der da auf dem Boden gelandet ist. Aua, aua, aua. Also man muss halt wirklich aufpassen, dass... So. Dass man wirklich nicht auf dem Boden aufkommt. Holla. Nein, den Dollar habe ich verpasst. Zack, einfach mal mit dem Po den Fernseher kaputt gemacht. Hupp. Und ab ins Bett. Nice. Oh, wir sitzen perfekt auf dem Bett drauf. Super nice. Ich frage mich aber, wie viel kosten so Skins? Oh, die kosten 1000 Dolaronis. Ich frage mich halt wirklich, wo der Sinn hinter diesem Spiel ist, oder? Wo ist der Sinn hinter diesem Game? Oh, heiß. Zack. Gibt es da überhaupt einen Sinn? Guck mal hier. Ich glaube, hier kriegen wir sogar einen Skin freigeschaltet. Nice. Vorsicht, Geschirr. Aua. Perfekt. Ach, dafür kriege ich sogar mehr. Stopp. Ugh. Okay, wir können sogar skaten. Ah ja. Wir landen hier auf dem Skateboard. Zack, zack. Batsch, batsch. Warum auch immer wir dafür Sachen kaputt machen müssen. Okay. Zack. Hoch, 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 hoch. Und einen schönen Vorwärtssalto. Gediegen ins Bett. Ha, 100%. New Skin. Geil. Haben wir den jetzt freigeschaltet? Ich muss dafür Werbung gucken. So, okay. Also, ich habe jetzt hier einen neuen Skin freigeschaltet. Oh, ich bin direkt... Hä? Lol. Cool. Hä, was war das? Keine Ahnung, was das war. Egal. Zack, zack. Okay, das hier müssen wir kaputt machen. Alter, direkt mit dem Fuß drauf. Und... Gute Nacht. Easy, Leute, easy. Man kriegt halt so wenig Geld und man muss trotzdem hier, guck mal, wenn man erst 1000 Geld hat, dann bekommt man erst was. Junge, ich hoffe mal, dass es am Ende hier wenigstens so eine Art Bonus gibt. Oha, viele Melonen, das ist gut. Zack, hier den Fernseher kann man auch irgendwie schrotten. Lol, warte, da falle ich jetzt rein. Boom, voll mit dem Arsch drauf. Vorsicht, da ist Wasser irgendwie, Eisbucket-mäßig. Tomaten oder Äpfel oder was ist das hier? Und ein Salto ins Bett. Tada! 60 Dollar kriegt man nur pro Dings. Junge, einfach nur 60 Dollar. Das ist voll gar nichts. Hoppa, hopp, so, zack. Oh-oh, Mist. Ah, Mist. Retry, okay. Es ist ein kleines bisschen wie Stabby Pants oder wie dieses andere Spiel, wo man so laufen musste. Wisst ihr, was ich meine? So ein kleines... Ach nein, schon wieder. Es ist ein bisschen ähnlich so wie dieses Stabby Pants oder so. Ugh. Okay. Ah, jetzt hier drauf landen. Vorsichtig. Ich hab's. Jawohl. Okay, jetzt hier drauf. Oh. Okay. Gleich ist es geschafft und ins Bett. Alter Junge, dieses Game. 75 Dollar. Gut, okay. Ich weiß nicht, was das auf sich hat, warum man immer irgendwie bei so Spielen so Melonen zerstören muss. Keine Ahnung warum. Ob das irgendwie einen Hintergrund hat, ob das ein Insider ist, den ich verpasst habe. Oh Junge, ist das kompliziert. Rein da. Woo. Flaschen. Zack. Genauso wie ich eine Flasche bin. Yeah. 60 Dollar. So, das hier ist jetzt Level 10. Gibt es jetzt hier mehr Geld für die Runde? Das wäre super nice irgendwie. Ah ja, guck mal, da gibt es 2 Dollar. Bap, bap. Alter, wie, das Ding ist voll schnell losgeschossen. Ich konnte gar nichts machen. Und jetzt landen wir hier drauf. Alter, es ver... Ey, Alter, das ist voll schwer. Das ist ganz schön kompliziert hier, das Ding. Hoppa, hoppa. So. Okay. Easy. Habe ich doch geschafft. Habe ich gesagt, es war schwer. War nur ein Joke. Oh. 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 Alter, der war hoch gerade. Zack, ab ins Bett. Alter, der war hoch. Junge, Junge, Junge. Aber gab es jetzt irgendwie... Ah, wir haben jetzt ein komplett neues Level freigeschaltet. Sehr cool, sehr, sehr cool. So, ich will auf jeden Fall heute mir einen Skin kaufen von dem Geld, was wir hier verdienen. Guck mal, da ist ein Typ. Der ist auch übrigens auf dem Cover und ich wusste nicht, dass das hier ein Dings, ein Mädel ist, die man da spielt. Eigentlich ist das ein Typ auf dem Cover von dem Spiel. Naja, gut. Und Hängematte.
Geil, jetzt ist es da einfach eine Hängematte. Übelst chillig. Es ist schwierig, weil die Physik hier irgendwie ganz, ganz kompliziert ist. Du kannst es halt nicht lenken, wie die hüpft. Es geht halt nicht. Oh, yo, was war das? Mal kurz chillen auf der Parkbank. Und weiter geht's in die Hängematte. Bab. Wir haben jetzt gleich 730 Moneten schon mal. Das bedeutet, wenn wir jetzt noch ein paar Levels machen, bekommen wir sogar einen neuen Skin. Nee, kann man nicht wieder zurück. Ich will mein Geld. Ich will das Geld haben, was ich da verloren habe. Oh, guck mal, da sitzen Zwillinge. Moinsen, moinsen. Kurz mal einfach auf den hier im Kopf rumgelaufen. Hoppa und zack. Sehr gut. Sehr gut. Das Spiel ist ein kleines bisschen fragwürdig, aber okay. Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich will auf jeden Fall jetzt heute noch einen Skin freischalten. Zack. Und drinne. Nein! Ich habe 100% komplett und bin nicht drin? Wieso? Wieso? Was spiele ich hier? Wer hat das vorgeschlagen? Wer hat das hier vorgeschlagen? Oh mein Gott, okay. Wir kriegen es aber trotzdem hin, Leute. Und das ist das Ziel. Woo! Okay, wir haben es gleich geschafft. Was macht sie denn jetzt? Hallo? Hopp. Okay, ich verstehe es irgendwie langsam. Alle Hindernisse, die hier sozusagen sind, sind richtig kompliziert sozusagen zu überwältigen, weil sobald man da auf irgendwie auf einem drauf landet, new skin. Jawohl, neuer Skin. Geil, claim this. Das ist cool. Jetzt habe ich auch endlich mal richtig was an. Was war das denn eben so? Ich war so halb bekleidet irgendwie nur. Mega weird irgendwie. Naja, aber jetzt habe ich auf jeden Fall einen Skin mit einer richtigen Hose. Toll. Dankeschön, Spiel. Ha. Aua. Okay, und der Skin bringt nur Pech. Das hier meinte ich, irgendwie egal, wo man drauf landet, das macht das Ganze irgendwie immer Handicap-mäßiger, dass es ein bisschen komplizierter ist, sozusagen damit fortzuschreiten, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zack. Und ab in den Müll mit dir. Yeah. Na okay, nein, wir gehen nicht in den Müll, sondern wir wollen die Melonen hier zerstören und wollen hier auf die Parkbank zu unserem Freund. Yeah. Juhu. Okay, geschafft. Da drauf. Springen. Ich bin wie so ein Fisch, der so durch die Gegend fischt irgendwie. Wow, der war krass. Und eine Arschbombe rein. Sehr gut. Ab in die Hängematte. Ab in die Hängematte. Sehr geil. Wir haben 1000 Geld. Und wir haben Werbung. Springen. Skateboard. Vorwärts. Zack. Let's go, let's go. Jetzt hier einmal den da. Oh. Oh mein Gott, voll mit dem Kopf aufgedotzt. Jawohl. Boom. Das Trampolin hat gerade gar nichts gebracht. Oh, das hier ist richtig schwer. Da kann man sich richtig wehtun. Und ganz kurz, ab rein da. Let's go. Einfach mit dem Kopf so nochmal drüber gefallen. Geil. Ich liebe es, Leute. Ich liebe es. Also wir haben jetzt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Skins freigeschaltet. Aber ich würde sagen, dass Disney sogar mein Favorite-Skin ist gerade. Und für 1000, guck mal, für 1000 Dollar haben wir jetzt einen Skin freigeschaltet, der einfach exakt genauso aussieht wie der andere auch. Hä? So, für was gibt's denn Skins, wenn der genauso aussieht? Der hat nur eine andere Hosenfarbe gehabt und eine andere Oberteilfarbe. So, hä? Warum? Wir sind jetzt in einem neuen Level drinnen, ne? Wir sind jetzt in einem Büro oder sowas in der Art. Woo, woop. Das neue Theme, Hintergrund-Theme. Und jetzt hier in den Sack rein, oder was? Yeah. Okay, sieht sehr, sehr unbequem aus, das Ganze. Cool. Let's go, man. Wie hoch können wir überhaupt kommen? Oh, da sind ein paar Leute. Okay, einfach so an den Haaren festgehalten. Woo! Und rein da. Oh, mein Rücken. Aua. Oh ja, die zwei. Oh, die haben wir richtig kaputt gemacht. Geil. Sehr nice. Wie hoch kann man eigentlich mit der Person hier fliegen? Wow, ich bin einfach aus dem Bild draußen gerade. Würde schon gerne wissen, wie hoch man circa kommt. Voll nice. Hier sind so Getränkespender-Dingens. Zack, hier sind ein paar Kisten. Da muss ich ganz vorsichtig drüber. Und easy. Das war gerade wirklich Pipi-Kram. Das war wirklich einfach das Level. Super simpel. Moin, Gisela. Wie geht's denn so? Ich wollte mich nur ganz kurz auf deinen Tisch legen, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Wie hoch komme ich jetzt hier? Nee, es geht nicht so hoch. Oh, da ist ein Staubsauger-Roboter. Ah, ich muss mit dem fahren. Okay, ich liege einfach mal so chillig hier drauf. Und jetzt die Teller kaputt machen. Oh, Splash! Nice, easy way, Leute. Easy way. Habe ich den jetzt bekommen? Hey, habe ich den Skin jetzt gekriegt? Ich habe extra Werbung geguckt dafür. Hey, ich habe den einfach nicht bekommen. Ich habe jetzt einfach Werbung geschaut für diesen Skin, aber ich habe den Skin einfach nicht gekriegt. Warum? Warum machst du das? Ich wollte den Skin haben. Oh Mann, keine Ahnung, Leute. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, wie viel ich hier von dem Spiel halten soll und was ich davon halten soll. Aber erstmal Dankeschön, dass ihr mir das alles in die Kommentare geschrieben habt. Das ist wirklich korrekt, Leute. Echt voll cool von euch, dass ihr mir das so in die Kommentare geschrieben habt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich so richtig finde.
von diesem Spiel halten soll. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wir machen jetzt auf jeden Fall noch das letzte Level vor dem Ende. Wir haben dann 30 Level einfach in diesem Video hier gemacht. 30 Level. So, hä? WTF? Wieso mache ich 30 Level in dem Game? Also, es ist ganz cool, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, was ich für eine Note geben würde hier in dem Ganzen. Vielleicht so eine... Ich bin hingefallen. Ich würde dem Ganzen vielleicht so eine 4 geben vielleicht. Weil irgendwie ist es ja schon cool, aber bis man einen Skin freigeschaltet bekommt oder sowas oder bis irgendwas passiert so drinne, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist alles so ein bisschen, das zieht sich... Oh, wir sitzen perfekt im Stuhl. Das zieht sich alles irgendwie so mega lang, so künstlich und man muss halt sehr viel Werbung schauen und so. Und das finden wir so, sowieso alle nicht so geil, wenn es dann so übertrieben viel Werbung ist und so. Deswegen, es ist schon irgendwie ganz cool. Es hat auf jeden Fall Potenzial, aber, Digga, um ganz ehrlich zu sein, wir sind jetzt bei Level 30, um ganz ehrlich zu sein, das ist alles so ein bisschen, naja, künstlich in die Länge gepusht, so, dass du das Spiel Hauptsache lange spielst und auch viel Werbung guckst und so, und das ist irgendwie... Deswegen kriegt's von mir einfach nur eine 4. Ihr könnt mir ja mal ganz gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Game hier findet, das würde mich mal interessieren, weil ich muss sagen, es macht Bock, aber auch auf Dauer irgendwie, naja... Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es gibt geilere Spiele, sagen wir mal so. Es gibt auf jeden Fall geilere Spiele. So, damit haben wir Level 30 geschafft und damit würde ich auch sagen, beenden wir heute hier das Video oder wollen wir uns noch einen Skin freischalten? Das heißt, wir müssten noch weiterspielen, ne? Das ist jetzt übrigens ein Strandlevel. Sehr geil. Okay, das Theme ändert sich sozusagen dann ab allen 10 Levels. Das ist ganz cool eigentlich. Aber trotzdem gibt es trotzdem ein paar Minuspunkte, wo ich sagen würde so, naja, ne? Ich bin hingefallen. Und zack. Hopp. Let's go. Okay, 75. Das heißt, uns fehlen jetzt noch einmal Geld. Dann können wir noch einen Skin freischalten. Da liegt jemand einfach. Hallo, ich bin's, der fliegende Last. So, hier rüber. Also wie gesagt, von der Physics her ist es eigentlich ganz lustig ausgedacht. Oh, jetzt sind wir einfach auf seinem Kopf gelandet. Okay, bitte, komm schon mit ans Ziel. Komm schon ans Ziel. Let's go. Wie viel haben wir bekommen? Wir bekommen 60. Das ist knapp, aber wir haben jetzt 1000 Dolaronis. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal einen Skin freischalten. Let's go. Was bringt das Ding? Was bringt das Ding? Oh! Alter, der ist sau stark und den kriegen wir jetzt ganz zum Schluss erst. Übelst der coole Skin. Oh Mann. Okay, Leute, ich würde sagen auf jeden Fall, falls euch das Game hier gefallen hat, lasst ein Like da. Ich find's cool, aber teilweise auch ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, ich habe meine Notung schon dazu gegeben. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Falls ihr davon mehr sehen wollt, lasst ein Like da und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein, Leute, und tschüss!